Herr Huawat, Stellenabbau bei der BASF hier auch in Ludwigshafen. Was kommt da auf die Angestellten konkret zu? Wir haben eine Standardvereinbarung, die Menschen sind geschützt vor betriebsbedingten Kündigungen. Nichtsdestotrotz ist es erstmal ein Schlag für die Menschen. Es bestehen Ängste, es bestehen Sorgen. Der eine oder andere ist jetzt auch erstmal verzweifelt. Wie geht es morgen weiter mit mir? An welchem anderen Arbeitsplatz? Weil meine direkte Stelle jetzt erstmal wegfällt. Das sind Dinge, die jetzt geklärt werden. Fakt ist, wir haben ein Eckpunktepapier ausgehandelt mit dem Unternehmen, das dafür sorgen soll, dass es auch reibungslos funktioniert, neben dem wir Qualifizierung viel, viel stärker auf den Weg bringen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, da, wo die Stelle nicht 1:1 passt, werden wir Passgenauigkeit herstellen, mit dem Mitarbeiter zusammen, mit dem Unternehmen zusammen vereinbart, dass hier Qualifizierung auf den Weg gebracht wird. Für betroffene Menschen hier aus der Region, können Sie da als Betriebsratschef sagen, also jeder, der weiter bei der BASF arbeiten will, der kann seinen Job auf jeden Fall behalten, aber auch hier? Oder muss man dann im Zweifel nach Berlin oder woanders hinziehen? Jeder wird seinen Job hier behalten, wenn er das möchte, weil wir haben Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Also hier muss keiner das Unternehmen verlassen. Und hier haben wir viele offene Stellen im Moment schon. Und wir werden auch viele Abgänge die nächsten Jahre haben. Und ich sage auch an junge Menschen, die hier noch gar nicht im Unternehmen sind, natürlich, hier werden Lösungen für die Zukunft entwickelt, für nachhaltige Produkte. Und warum nicht? Herr Brudermüller hat heute gesagt, dass man auch in China investieren will. Wie passt das zusammen? Hier werden Stellen abgebaut, in China werden Milliarden investiert. Wundert das die Mitarbeiter hier nicht in der Region? Das wundert natürlich die Mitarbeiter schon, aber wenn man sieht, was auch in unsere Standardvereinbarung hinterlegt ist, auch hier haben wir Investitionen hinterlegt, 5 Milliarden Euro in den Zeitraum 2020 bis 2025. Und die wurden heute auch noch mal bekräftigt und sogar erweitert über ein Transformationsprogramm. Und das ist ein Thema, das stärkt den Standort Ludwigshafen noch einmal über das Maß hinaus. Und deswegen mache ich mir da gar keine Sorge, was Investitionen angeht. Es muss nur schnell genug gehen. Die Investitionen in Transformation müssen schneller gehen. Vielen Dank für das Gespräch.